diesem Versuch werden die Grundlagen der freien und der angeregten Schwingung mit Dämpfung anhand des Pool'schen Resonators untersucht. Schwingungen und Wellen sind periodische Strukturen, deren Verständnis grundlegend für viele naturwissenschaftliche und technische Bereiche ist. Sie treten zum Beispiel beim Schall, im Trommelfell, beim Ultraschall in der Medizin oder bei Seismographen in der Geowissenschaft auf. Der Pool'sche Resonator besteht aus einer Schwungscheibe mit Rückstellfeder und Winkelskala, einem Schrittmotor mit Exzenter als Erreger, einer Wirbelstrombremse mit Millimeterbetrieb sowie einem Computer zur Steuerung des Schrittmotors und zur Datenaufnahme. Starten Sie nun das Programm Pool. Hier können die Parameter der Messung eingestellt werden. Konkret sind das die Frequenz des Erregers in Millihertz sowie der Wert des Millimeterbetriebs der Wirbelstrombremse. Klicken Sie auf den Button Neue Messung starten, um eine neue Messreihe anzulegen. Dies beginnt die Datenaufnahme und gegebenenfalls auch die Motorsteuerung. Das Pool'sche Rad befindet sich nun im Einschwingvorgang. Der Amplitudenverlauf wird grafisch aufgetragen, sobald das Rad zwecks Kalibrierung der Auslese die Nulllage zweimal durchlaufen hat. Davor gibt es keine Datenanzeige. Es empfiehlt sich, die Messung durch einen Klick auf den Button Messreihe neu starten erneut zu starten, sobald der Einschwingvorgang beendet ist. Durch einen Klick auf die Reiter Amplitude bzw. Phasenraum können Sie sich verschiedene Messdaten schon während der Messung anschauen. Wenn Sie genug Daten haben, beenden Sie die Messung mit einem Klick auf den entsprechenden Button. Es wird nachfolgend eine PDF-Datei mit dem grafisch dargestellten Ergebnis angelegt und angezeigt. Vor dem Start des Messprogramms bringen Sie den Motor in Position 0. Messen Sie nun die freie Schwingung für vier verschiedene Stellungen des Millimeterbetriebs der Wirbelstrombremse 0, 4, 6 und 8 mm. Stellen Sie die Frequenz dazu auf 0, um den Motor abzustellen. Dann starten Sie die Messung, stellen die Auslenkung der Drehscheibe von Hand auf 120 Grad und lassen los. Da am Anfang während einer kurzen Initialisierungsphase der Messelektronik noch keine Messdaten angezeigt werden, empfiehlt es sich, die Auslenkung per Hand zu wiederholen und dann auf Messreihe neu starten zu klicken. Anschließend messen Sie nun die erzwungene gedämpfte Schwingung für drei verschiedene Dämpfungen, also 4, 6 und 8 mm Stellung am Millimeterbetrieb der Wirbelstrombremse. Nehmen Sie für die jeweils eingestellte Dämpfung für genügend viele verschiedene Frequenzen, ungefähr 150 bis 600 mHz, die Schwingung des Oszillators auf. Machen Sie insbesondere in der Nähe der Resonanz viele Messungen. Stellen Sie sicher, dass der Einschwingvorgang vorbei ist, bevor Sie die Datenaufzeichnung neu starten. Dazu muss die Amplitude des Pool'schen Resonators zeitlich konstant sein. Achten Sie weiterhin darauf, dass genügend viele Schwingungen aufgezeichnet werden. Zur Auswertung werden die Graphen ausgedruckt. Bestimmen Sie aus der freien gedämpften Schwingung jeweils die Frequenz, Dämpfung und Eigenfrequenz. Bei der angeregten Schwingung soll die Amplitude bestimmt werden und als Funktion des Verhältnisses der Erregerfrequenz zur Eigenfrequenz des ungedämpften Systems aufgetragen werden. Thank you.